Sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel der Eispiraten Grimmitschau gegen die Ravensburg Tower Stars vor 1405 Zuschauern hier im Kunstheilstadion Grimmitschau. Das ist ein Ergebnis 10:4 und der Sieg für die Eispiraten Grimmitschau. Ich begrüße bei mir die Trainer beiden Mannschaften, Petri Kujala, Trainer der Ravensburg Tower Stars und Fabian Dahlem, Trainer der Eispiraten Grimmitschau. Ich möchte das Wort an unseren Gästetrainer Herrn Kujala übergeben. Ihre Sicht der Partie. Ja, hallo. Meine Sicht. Ja, wir haben okay angefangen, Grimmitschau war sehr, sehr verunsichert. Natürlich den vielleicht ein bisschen schwierigen Start in der Saison, was die hatten. Und wir haben ziemlich leicht das erste Tor dann gekriegt. Ein Schlenzer von Seite einfach nur rein. Und danach natürlich wurden wir ein bisschen überheblich und haben gedacht, dass das wird leicht heute und keine hat eigentlich mehr die einfachen Sachen gemacht. Wir haben keine Scheiben tief gebracht und haben eigentlich einfach nur aufgehört. Bin ich das da draus? Das stört mich. ja. Dann innerhalb von... Innerhalb von 4 Minuten natürlich die 3 Gegentore da und da waren dann alles schon gegen uns, Plexiglas, da war irgendeine Schraube hoch, Scheibe springt blöd hoch, aber da ist eigentlich keine Entschuldigung. Wir haben am Freitag unsere beste Saisonspiel gespielt und heute die schlechteste. Gratulation trotzdem an Fabi und seine Mannschaft. Vielen Dank, Herr Kujala, damit das Wort an Fabian Dahlem. Ja, danke. Zunächst mal guten Abend. Sieg, nötige Glück heute gehabt. Wie in den letzten Spielen auch hart gearbeitet. Sicherlich machen wir ein bisschen schlauer als sonst. Nicht ganz so ungestüm, mehr kontrolliert. Aber immer darauf hingewiesen, eine junge Mannschaft muss viel lernen. Und das heißt jetzt noch lange nicht, dass wir jetzt hier alle Spiele hier in der gleichen Manier gewinnen. Wichtig ist, dass wir die positiven Dinge hier aus dem Sieg ziehen. Es gibt auch ein paar negative Dinge, dass wir noch 3 Tore im letzten Drittel kassieren, das gefällt mir nicht. Und ja, unterm Strich einige, wie man in Amerika immer schon sagt, Monkeys off the back bei Pitt und bei Forster, die endlich ihre ersten Saisontore erzielen konnten. Und ansonsten eine tolle Mannschaftsleistung, aufregendes Spiel und ja, Dankeschön. Vielen Dank an die beiden Trainer. Damit die Fragen der Pressevertreter. Die Frage an Fabian Dahlem darf ich wiederholen. Was hat der Trainer mit der Mannschaft gemacht nach der Niederlage am Freitag noch in Landshut? Ist ja hier in der Öffentlichkeit und gerade auch die Presseleute, die sehen ja immer nur das Ergebnis. Gerade wenn sie das Spiel nicht gesehen haben. Wir haben in Landshut eigentlich ganz konzentriert angefangen, sind auch in Führung gegangen, haben insgesamt einen Spielplan gehabt, den wir ordentlich eingehalten haben. Aber wir haben halt einfach ein paar individuelle Fehler gemacht und die werden, wenn du unten drin stehst, brutal bestraft. Und so geschehen am Freitag. Im zweiten Drittel haben wir ordentlich gespielt, einigermaßen auf Augenhöhe mit Landshut. Unser Unterzahlspiel wesentlich besser als in der Vergangenheit. Das sind die positiven Dinge und deswegen... Nochmal, man muss wirklich aufpassen hier in der Öffentlichkeit und deswegen weise ich nochmal darauf hin und ich werde es immer wieder wiederholen, wir haben eine junge Mannschaft und wenn man die da hier laufend in die Pfanne haut, dann tut man der Mannschaft keinen Gefallen. Ja, wir wissen das heute mit unseren öffentlichen Netzwerken, mit dem, was draußen so vor sich geht, unsere Gesellschaft, die hat sich leider so verändert, dass man hier nur noch vom Hörensagen irgendwie lebt, das ist wie eine große Schafherde, Schaf fängt an zu blöken und alle anderen machen mit. Da will ich jetzt keinem hier persönlich an die Karre gehen. Ja? Aber das ist leider so in der heutigen Zeit, dass Negativ-Schlagzeilen sich wesentlich besser verkaufen als positive. Aber gerade hier für den Standort in Grimmitschau muss gelten. Ja? Nochmal, hier 20.000 Einwohner, fast jeder kennt die Spieler, fast jeder kennt den Trainer, fast jeder kennt die Geschäftsführung. Wir reißen uns hier jeden Tag den Arsch auf vom Allerfeinsten, arbeiten hart. Und gerade dann ist es wichtig, dass man auch hier mit der Presse, weil wenn es mich ja keine Zweitliga-Verein mehr gibt, dann könnt ihr eure Hasenzüchtervereinversammlungen besuchen
und darüber schreiben. Und nochmal, das ist jetzt keine Kritik, ich mag das einfach konstruktiv hier verstanden sehen, sondern wir müssen hier zusammenhalten, alle zusammen, weil dieser Standort ist schwer zu halten. Das wissen wir alle. Und wie gesagt, zusammenhalten, hart daran arbeiten, dass wir hier Schritt für Schritt, und das sind ganz kleine Schritte, die wir hier noch machen, weiterkommen, damit man sich hier in einer DEL2, die nur noch 12 Mannschaften umfasst, etablieren kann. Und nur wenn wir letztes Jahr oder die letzten 2 Jahre mal hier recht erfolgreich an den Playoff-Plätzen geschnuppert haben, darf man nicht meinen, nach einer Saison, wo es NHL-Spiele hier gab, wo wir Top-Ausländer am Ende gehabt haben mit Dietrich und mit Williams, dass man dann hier, wenn man wirklich mit heißer Nadel gestrickt und mit Kleinmetall versucht, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen mit Spielern. Ja, und unser Weg war nicht so geplant, dass wir sagen, wir machen jetzt mal was anderes, jetzt gehen wir mit der jüngsten Mannschaft in die Liga. Das war nicht geplant, sondern, und da könnte ich eine Vielzahl von Spielern aus der Liga nennen, mit denen wir in engem Kontakt waren und die eigentlich grundsätzlich sehr, sehr positiv waren, zu uns zu kommen, und wo dann einfach irgendein anderer Verein gesagt hat, da hast du mehr Geld, da hast du eine längere Laufzeit vom Vertrag, dann kommst du halt zu uns. Und deswegen war das aus der Not geboren, und wir sind hier zum wiederholten Male, und das ist immer wieder so fast, am Neuaufbauen. Und deswegen brauchen wir alle Mann, die daran mitwirken, um hier erfolgreich auf Dauer Eishockey spielen zu können. Dankeschön. Danke an die 1400 Fans hier. Das ist der harte Kern und das sind die richtigen Supporter und auf die bin ich mächtig stolz. Vielen Dank für diese emotionalen Worte. Weitere Fragen der Pressevertreter? Noch ein paar Einschätzungen zur Einschätzung von Robin Thompson. Solide für das, dass er so lange nicht gespielt hat. Timing und ein bisschen Verständnis untereinander fehlt natürlich noch, aber es ist genau der Mann, den wir uns erhofft haben, defensiv stark. Und somit haben wir jetzt eine gewisse Konkurrenzsituation. Der Drami kann jederzeit spielen, das finde ich auch sehr, sehr positiv. Der hat einige Wechsel gehabt und den werden wir auch sorgsam heranführen, wenn man darüber überlegt, dass der letztes Jahr in der Jugend-Bundesliga gespielt hat hier. Dann ist das ganz fantastisch, wie die Entwicklung ist. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir ihn hier mit den Füßen am Boden halten, dass er nicht zu hoch fliegt, weil da kann man ganz tief und schnell fallen wieder. Aber der Junge ist schlau genug, dass er das verarbeiten kann. Und wie gesagt, auch alle anderen, die momentan vielleicht nicht so viel Eiszeit kriegen, können sich wieder herankämpfen und werden es mit Sicherheit auch. Und bin dann froh, wenn ich dann wieder irgendwann komplett bin. Es gibt uns dann noch mehr Tiefe und mehr Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft. Und das ist gut so. Weitere Fragen an die beiden Trainer? Ich sehe keine Wortmeldungen. Darf ich noch auf das weitere Spielprogramm der Eispiraten Krimmitschau hinweisen. Am kommenden Dienstag, den 22. Oktober, sind wir auswärts 20 Uhr beim SC Rissersee zu Gast, bevor das nächste Heimspiel am kommenden Freitag, den 25. Oktober, hier im Kunstteilstadion Krimmitschau bevorsteht. Dann empfangen wir die Heilbronner Falken. Unsere Gästen aus Ravensburg, Herrn Kujala, vielen Dank und Ihnen eine gute und sichere Heimreise. Vielen Dank Ihnen allen und einen schönen Abend.